Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zum Surgeon Simulator 2013. Ja, es ist ein Spiel vom letzten Jahr. Das hat es dem Lauf umstellen. Ach du Scheiße, Space hasse. Na ja, gut, dann machen wir Space. Drücken wir Space. Wie kann ich Space drücken? Keine Ahnung. Also, oh! Ich kann nur mit der Maus. Ja. Das ist der Daumen, am Ende kann ich nicht klicken. Kann ich nicht mehr ausklicken? Komm ich denn da runter? Das ist eine gute Frage, ey. Kann ich da drücken? Ach so, warte mal, das ist die Kontrolle. A-W-E-R, okay. Können wir tippen? Okay. Mouse Left Button. Ah, okay, alles klar. Okay. Right Mouse, können wir drehen die Hand. Okay. Hands up in the air. Okay, ich habe eine dumme Idee, oder? Ha! Geht sogar. Tschüss. Ja. Oh, Operation Language, können wir die Sprache einstellen? Dann schauen wir mal. Ja, was? Englisch, natürlich Deutsch. Sehr gut. Okay. Hauptmenü. Optionen. Ich muss ein bisschen leiter, keine Ahnung. Linkshändig. Ha! Nö. So, jetzt kommen die Telefon. Wahrscheinlich muss ich die. Mal mal. So, eigentlich habe ich ein bisschen höhere Auflösung. Keine Ahnung, ob das überhaupt verträgt, Spiel. Eigentlich müsste es gehen. Und jetzt? Auflösung nehmen. So, wir haben tatsächlich einen Crash verursacht. Beim Versuch, die Aufnahme zu stellen. Ich habe es ja vorhin hingekriegt, das sollte bei euch wahrscheinlich besser sein. Ich werde dann einfach das zusammenschneiden, dass ihr nicht zwei Folgen habt. So, erweitert. Oh, das kommt sicher nicht gut. Das kommt nicht gut, das kommt nicht gut. Ich glaube, dass alles so wie es ist. Schatten niedrig hoch. So, okay. Falsch. So, jetzt hatte vorhin das Telefon geklingelt. Ah, da ist es wieder. Oh, Scheiße. Gut, wie war das jetzt schon wieder? War vorsichtig, vorsichtig. Ich kann greifen. Team Fortress 2. So, Anni. Ach, Scheiße. Wie war die Taste da? Das ist ganz schwierig. Eine kleine Flasche greifen. Ha, ich habe eine Flasche. Oh, okay. Schon wieder der Mittelfinger, unglaublich. Ich habe ein Problem, überhaupt einen anderen Finger zu erwischen. Gib's dazu. Es ist so einfach. Ach komm, weg ist das Scheiße hier. So. Platz. Monitor. Oh. Meine Uhr. Okay, ich würde sagen, wir machen eine Operation. Oh, das was wird Leistungsanalyse, das wird irgendwie. Oh, kacke. Ach, was soll ich machen? Nahrungsprozessen Bob. Okay, Bob, du tust mir jetzt schon leid. Health dann Operationssaal. Ja. Okay, Operation hin. Das kann ja heiter werden. Führen Sie eine Health-Transplantation durch. Okay. Schläft er? Okay. Also kacke. Ich habe jetzt schon Angst, das kommt nicht gut, ey. Das Papier, ich will das Zeugs nehmen hier. Habe ich es jetzt endlich?
Wow. Oh, scheiße, scheiße, ey. Wie komme ich denn an das Herz jetzt, bitteschön? Ich will mich jetzt verarschen. Soll ich die Säge nehmen? Scheiße. Nein. Hab sie hingelegt. Nein. Oh mein Gott. Die Steuerung, ich drehe nochmal. Achso, kann ich drehen, okay. Ich glaube, die Säge lasse ich das. Ich nehme besser einen Hammer. Ich habe das Gefühl, da habe ich mehr Kontrolle mit. Und jetzt greifen alle Hände zu. Scheiße, ey. Was für eine Steuerung. Ah, ich treffe doch eigentlich den Ort, den ich treffen möchte. Oh nee! Autsch, 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 autsch. Scheiße, was ist Blutverlust? Kacke, was mach ich jetzt? Kann ich den Blutkoffer von Hand irgendwie öffnen? Du kannst jetzt so rausnehmen, das geht nicht. Den Bohrer? Nee, den Hammer. Scheiße, der Hammer ist runtergefallen. Scheiße, der Hammer ist weg. Doch, die Zeit, die läuft, wie lange ich schon brauche dafür. Ach, scheiße. Oh. Ich glaube, das war nicht sehr gut. Und jetzt die Säge. Ach, die Säge, ich hätte die auch von Anfang an nehmen können. Jetzt wird's gefährlich. Was ist das hier, der Magen? Scheiße. Kacke. Nein. Ich habe noch nie ein Herz entfernt. Gibt's hier eine Anleitung los? Keine Ahnung. Nehme ich das jetzt raus denn? Bob, mir tut es jetzt schon leid, dass du sterben wirst. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen sollte. Thank you.
kann das richtig gut rausreißen, oder? Da kommt nämlich ein Skalpell. Gar keine andere Idee, die Luftröhre abzuschneiden. Na kaum. Wie soll das gehen? Vielleicht ans Herz kommen. Keine Ahnung, echt. Die Milz oder so rausnehmen. Da muss man doch die Säge nochmal nehmen. Das ist echt schwierig, ey. Nein, fahr mich runter. So. Na komm, komm, komm. So, jetzt aber. Damit kann man wirklich nur Knochen entfernen. Okay, also der verlut mir eindeutig. Am besten schaue ich, dass der aufwacht. Dann hier drück noch. Ich weiß eh, was ist denn das da? Oh! Das ist wohl das Spendeorgan. Ich weiß nicht, ob ich das rausnimmt. Das sind noch Scheren. Die können vielleicht noch notwendig sein. Mal kurz schauen. So. Die Steuerung ist echt schwerfällig. Boah, da denk ich durch. Ah, okay, Patient tot. Geh sie weg, tut mir leid. Ja, da wurde ich kein Chirurg. Weil meine Patienten davon sterben würden. Dabei ist alles so gut gelaufen, brutaler Mord geschafft in gerade mal 8 Minuten 49 Sekunden. Ja. Ja, aber irgendwie ist es ja total öde. Kann ich da nicht noch in eine andere Operation schauen? Wie soll ich denn das schaffen, bitteschön? Kann ich irgendwie eine Info schauen, wie das funktioniert oder so? Vielleicht ein Buch oder etwas. MyPad, Das ist irgendwie ja verdammt tricky. Wie soll ich denn das bitte schön schaffen? Ja. Ich bin ein Rätsel für mich gerade. Na gut, ich würde sagen, ich danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir das mal rein, weil ich dann versuche vielleicht noch einmal und mir vielleicht der Patient nicht stirbt oder eben gerade wieder stirbt. Ja, auch über den Kommentar würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.